Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade leicht genervt, weil ich endlich fertig bin und bereit bin zu filmen. Und jetzt ist hier vor meiner Tür, beziehungsweise vorm Fenster, wahnsinnig doller Baulärm. Und ihr könnt es mit Sicherheit hören und es tut mir leid, dass das jetzt im Hintergrund ist. Allerdings ist morgen Freitag und ich möchte jetzt dieses Video drehen für euch. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und ich gucke, wie viel ich dann als Timelapse machen muss oder nicht. Und schreie so ein bisschen gegen diesen Lärm an. Hoffentlich beruhigt es sich gleich wieder ein bisschen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich verwenden möchte. Das sind zum einen diese blau-rosa-lila-farbenen Aquarelltapes. Sowohl Blümchen als auch einfach nur so ein schlichtes Aquarellmuster. Dann eins oder beide von diesen Motivtapes, die ich schon jetzt eine kleine Weile habe. Die sind von Card Lover und das sind die, die so schon so ein bisschen vorausgeschnitten sind. Und als Kontrast habe ich mir dieses Grid Tape ausgesucht. Mein Freund wartet drüben, dass ich fertig werde und ich warte auf die Bauarbeiter. Geil. Und es ist mein Geburtstag. Yep, ich filme das hier an meinem Geburtstag. Also ich bringe es jetzt einfach hinter uns. Ich habe noch diese Sticky Notes rausgesucht. Die hier passen perfekt zu den Washi-Tapes. Und dann habe ich in denselben Tönen noch diese Memo-Me-Stickies und die Bow-Not-Sticky Notes rausgesucht. Da gucke ich mal, wie ich die verwende. Und dann habe ich noch dieses, das ist kein Tape, das ist einfach nur so ein Spitzenband. Ich meine, das klebt nicht von alleine. Es klebt nur irgendwie gerade hier fest. Moment. Tatsache. Doch, es klebt alleine. Das sehe ich jetzt erst. Das hat hier so einen Klebestreifen in der Mitte. Womit man das dann befestigen kann. Ich dachte schon, ich muss das selber festkleben. Und ja, es wird immer schlimmer mit dem Lärm, deswegen starte ich jetzt die Timelapse und wünsche euch viel Spaß mit der Deko. Los geht's! Thank you.
Ja, die Deko ist fertig. Draußen ist immer noch wahnsinniger Lärm. Sie haben jetzt einen kleinen Bagger dazu geholt. Also, ja, heute wurde das leider nichts mit erzählen. Ich hoffe, das ist beim nächsten Mal dann wieder besser. Ja, dennoch wollte ich euch natürlich die Deko zeigen und euch hochladen. Mir gefällt sie ganz gut. Ich hatte irgendwie Bock mal wieder auf so was Mädchenhaftes, Rosanes, und mit diesem Spitzenband macht das ja auch irgendwie immer noch mal was Besonderes her, wenn man so verschiedene Materialien benutzt, finde ich. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch die Deko auch gefällt. Hinterlasst einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann verpasst ihr keine Videos von mir. Okay, das ist gelogen. Ihr verpasst trotzdem Videos von mir, wenn ihr nicht auch noch diese kloppte Glocke drückt. Ja, was auch immer YouTube sich dabei gedacht hat. Also drückt auch das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Genug der Selbstpromotion. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!